damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto Vice City. Mein Name ist Project KLP und... Wir fragen sind 3-1. Hi Leute! So, und wir sind jetzt in einer der letzten Missionen, einer der letzten Parts. Auf einer Seite stimmt es mich ja traurig, auf der anderen Seite bin ich auch glücklich, dass dann eines der ersten Projekte auf meinem Kanal hier abgeschlossen ist. Ja, aber ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der Cutscene bei... Phil. Viel Spaß mit der Waffenschieber. Phil, run! Run! Ah, wait! Never get a naked life too close to one of Phil Cassidy's moonshine steals. Shit, Phil. Did you drink that stuff? Hell, you don't have to drink. Just a good whiff will set you off. Ah, listen, Phil, you said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner been doing me for business of late. He does his weekly runabout now. Hey, ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him up. Ihr habt gehört, was wir machen müssen. Wir können jetzt hier Wurfgranaten benutzen, aber wir müssen die Ware runterrammen. Und das ist nicht so leicht, wie sich's anhört. Denn. Söde, du rammst doch gerne. Naja, Frauen, aber keine Autos. Naja, für dich ist da kein Unterschied. Jetzt, du rammelst ja gerne Hasen. Jetzt bist du ruhig. Dafür rammelst du Rammler. Ja, ich tue auch gerne Hasen rammeln. Aber nur Plüschhäschen. Jetzt wird's abartig. Nein, Frauen, die als Plüschhäschen verkleidet sind. Ja, jetzt gerade so noch retten. Ja, jetzt so noch retten, ey. So, jetzt muss ich erstmal. Wow! So, wir müssen uns jetzt die Waffe hier mitnehmen. Die ist zwar extrem scheiße, aber anders geht's nicht. Oh, macht Platz, alle. Da vorne ist der andere Waffenschieber, den wir auch runterrammen müssen. Und der schießt jetzt schon auf uns. Okay? Mach Platz, Bulle, Alter. Ja, Franz. So, ihr Drecksbullen, ihr könnt mir gleich... Nein! Oh. Der hätte mich jetzt gerade verhaften können. Nein! Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder, nachdem ich jetzt den zweiten Waffenhändler abgezogen habe. Ihr seht schon, ich weih fast nicht mehr unter den Lebenden, also unser lieber Tommy hier. 2 Sterne, halb tot, hat was. Könnte eine Herausforderung werden. Und ihr seht schon, die haben Verstärkung angefordert hier mit ihren süßen Mofas. Faggios, um genau zu sein. Wow. Keine schlechte Bezeichnung, um Mofas zu finden. So, jetzt brauche ich erstmal wieder Rüstung. Und die, ihr werdet es gleich sehen. Wow, verfolgen mich, wie ihr seht. Und das ist extremst nervig gleich. Schuppdidu mit ihren kleinen Mofas da. Nein, ihr lasst mich schön in Ruhe. So, ich gehe jetzt hier erstmal zu Pain Spray, dass ich die Bullen los bin. Nur die mit ihren kleinen Mofas sind da, ey. Kannst du aufnehmen oder fast zuletzt dann? Och nö, jetzt habe ich auch noch die Cops. Was will Phil eigentlich mit diesen normalen Waffen? Was will er mit den normalen Waffen? Sie verkaufen? Nein, was will er mit einem Revolver?
Leute umbringen, würde ich mal sagen. Boah, mein Wagen ist fast am Anus. Diese Waffenhändler sind extrem nervig, das glaubst du gar nicht. Ich hab ihn nicht beim ersten Mal geschafft. Ohne zu cheaten. Jetzt kann ich auch an Mofa. So, danke für dein... Okay. Moment mal. So, weg hier. Mit so einem Mofa. Ich habe so den Typen seinen Mofa gekriegt, aber ihr habt gesehen, ist irgendwie unlogisch. Ich habe den von seinem Mofa da runtergeschlagen und ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. So, jetzt wo ist denn die Waffe? Da ist die. Nein. Oh Gott, drei Sterne. Gott, jetzt muss ich auch noch die restlichen Waffenhändler, Waffenschieber hier. Also das, diese Mission kann man doch nicht schaffen, meine Güte. Natürlich schafft man die. Man braucht halt nur sowas wie Durchsetzungsvermögen. Ich hab kaum noch Leben, ich bin halb tot. Ja, du bist wieso tot. Bitte sag, dass hier irgendwie eine Rüstung ist oder sowas. Ah, keine Rüstung. Nur jetzt kommen die da auch noch mit ihren Mofas hier an. Da können die mich nicht einmal in Ruhe lassen. So, jetzt kommt Tommy, gib mir hier den Heli. Ihr lasst mich jetzt erstmal schön in Ruhe hier. So. Jetzt drücke ich den anderen hier zu Leibe mit dem Heli, ey. Ist irgendwie gar nicht unfair, gell? Wie soll ich das machen? Ich brauch Leben. Hast du kein Leben mehr? Kann ich nicht rüberfliegen und mir Rüstung und alles im Hotel holen? Kann ich doch, oder? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob die Mission dann abgebrochen wird. Ich mach's einfach mal. Weil anders kann ich mir jetzt zurzeit nicht helfen. Tut mir leid, also. Ihr seht, Tommy ist halb tot. Der ist nur noch so eine Leiche. Nein, toll. Ich habe mich hier oben ausgesperrt. So, jetzt schnell, bevor sie mich hier wieder... Boah, jetzt brauche ich nur einmal so ein hässliches FBI-Auto. Und es fährt hier natürlich keins. Da brauche ich nochmal das Bullenauto. Willst du kommen? Ah, zum ersten Mal ist ein Bullenauto offen, wenn man eins braucht. Nein, nicht umkippen, danke. So Leute, jetzt wird's recht interessant. Ich glaube, aus einem Part als letzten Part wird wohl nichts mehr. Ich glaube, daraus werden wir wohl zwei machen müssen, so schlecht wie ich bin. Und da kommt auch schon der nächste Waffenschieber. Also langsam hört der Spaß auch auf, finde ich. Oder? Keine Ahnung. Der dich interessiert ja sowieso nicht. Wow. Aber wie gesagt, du wirst noch in einem GTA 3 Let's Play machen mit den schweren Missionen. Ich sag's dir, die Missionen in GTA 3 werden nicht leichter. Aha. Ja.
Ach nee, das wäre irgendwie cheaten, aber ich kann dir nur empfehlen. Schau dir mal ein Video auf YouTube an von den letzten paar Missionen, also. Ich weiß noch die letzte Mission, ich habe schon mal durchgespielt. Wow. Och, ihr scheiß Drecksbullen, ihr dürft doch nicht mich rammen. Was? Wie soll ich rammen? Lass es jetzt mal, Franz, ich muss mich gerade ehrlich gesagt konzentrieren. Jetzt weißt du, wie ich mich schon gefühlt habe. Alter, ich werde hier zugerammelt. Nein, nein! Verdammte Scheiße! So Leute, Versuch Nummer mittlerweile 5 oder so. So, meine Güte, jetzt kommt Tommy, hol dir die Waffe, hol dir die Waffe, hol dir die Waffe. Ach nur, jetzt muss ich auch noch die restlichen Dealer hier ausschalten. Mit 2 Sternen. Ja, toll, ich habe kein Auto, meine Güte, jetzt rennen mir hier auch noch die Dildos da hinterher, meine Güte. So, ihr scheiß Cops, ihr könnt mir jetzt einmal behilflich sein mit euer Auto leihen. Vielen Dank. Toll, hab auch schon wieder einen Platten. Übrigens, ich nehme wieder auf, Franze, ne? WTF, was war das gerade? So, jetzt mal. Och, nö, jetzt steht er da auch noch hinterm Zaun. Sag mal, wie perfekt stehst du eigentlich? So, jetzt, der ist auch im Arsch. So, komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Dankeschön. Och nee, jetzt fängt das wieder an. 3 Sterne. Nein! Na! Leck mich doch! So, Leute, ich hab's jetzt endlich, glaube ich. Hoffe ich. Ja, Mission erfüllt. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Und ihr seht, hier ist ein Polizistenaufmarsch oder Aufgebot. Oh, schlimm, diese Mission. Wirklich. Ich entschuldige mich jetzt nochmal ausdrücklich für die Ausraster. Muss ich ehrlich sagen. Ich entschuldige mich ausdrücklich dafür. Franz 31 war so freundlich. Oder der Franz 31 war so freundlich. Und wollte mir diese Mission machen. Ne, Franz? Ja, ich bin gerade dabei. Und ich habe jetzt soweit eigentlich durchgehalten. Also wie gesagt, in aller Form nochmal Entschuldigung wegen den Ausrastern, wird nicht mehr vorkommen. Also vorerst. Ich werde mich wahrscheinlich nochmal, obwohl, wird nicht sicher sein, ob ich hier nochmal ausrasten werde in dem Let's Play. Ich glaube, bei San Andreas wird es ein bisschen heftiger werden. So, ja. Mein Telefon klingelt. Was wird der jetzt schon aufrufen? Ja, Phil wartet auf uns. Wir gehen uns aber trotzdem erstmal eine Schutzsichere holen und fahren jetzt erstmal zum Versetti Estate. Aber wir, Leute, sehen uns beim nächsten Mal. Die Folge, es geht ja gerade mal 10 Minuten oder so. Deswegen wäre Schwachsinn, jetzt schon die Folge zu beenden. Och, Tommy, meine Güte. Bist mal wieder zu blöd zum Autofahren, hä? Toll, ein Taxi komplett ohne Türen. Deshalb gehen wir noch kurz zu Pain Spray. So.
Mir zittern ehrlich gesagt gerade noch die Hände, weil ich diese Mission das endlich geschafft habe, meine gute Stimme. Aber ihr seht schon, GTA Vice City wird langsam ein bisschen schwerer. Franz, noch da? Ja, ich bin noch da. Scheiße, ich wurde gefahren. Was bei der Mission hier halt nervig ist, du kannst nicht zu Pain Spray gehen. So, hier noch einmal durch. So. Es werden nochmal so ein paar Missionen auf uns zukommen, aber diesmal dann mit der Mafiosi. Die Mafiosi ist dann nochmal ein bisschen härter. Aber ey, haut doch jetzt mal ab hier, ey. Was wollen die eigentlich? Alter, jetzt komme ich hier nicht mal drüber, weil hier jemand rumliegt, oder was? Ja, komm, renn weg, danke schön. Komm, lass mich hier durch. Schlimm, echt schlimm. So, Tommy Versetti, bitte Straßenoutfit, danke schön. So. Schuppdiduppdidupp. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal zu Phil. Ach ja. Ach ja, Leute, wenn die Folge. Ach nee, ist egal, ist egal, ist egal. Ist egal, egal. Franz, hast du Vice City schon mal zu 100% durchgehabt? Bis in den Statistiken gestanden, 100%. Nein. Ich hatte es einmal durch als Kind. Oder ja, als ich eben noch kleiner war. Erstmal eine 100% Liste runtergeladen im Internet und dann einfach nur drauf losgezockt. Ich glaube, ich weiß jetzt, was für eine Mission da bei Phil kommt. Da, wo man ihn so besoffen rumfahren muss. Wenn du weißt, welche ich meine, Franz. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der nächsten Cutscene. Viel Spaß mit TNT Whiskey. Was wollen die jetzt eigentlich von mir? Hey, Connie! How you doing? It's been too long. I swear you should lay off that boomshine, man. It smells like paint stripper. Just make my eyes burn. Shh, Tommy. Come over here because there's something I want to show you. Oof. God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the smell. You just watch this. Shitty, cheap badness or something. There's some more on the bench. Ta-da! Oh, damn! Ihr seht schon, wir müssen Phil ins Krankenhaus bringen, obwohl Tommy selbst, ich sag jetzt mal, etwas angetrunken ist. Oh, ist die Steuerung kacke. Und wir dürfen jetzt nichts rammen, weil sonst Phils Gesundheitszustand noch mehr runtergeht. Alter, ist das besoffen fahren und weiß die Scheiße. Das ist so lange her, dass ich das gelernt habe. Ja, nee, die Straße ist nicht aus Gummi, Tommy. Ich muss einfach nur geradeaus gucken. Boah, dieses hin und her gewackelte des Bildschirms, ey, geht mir auf den Geist. Ich muss ja einfach zu Pain Spray. Boah. Wie hier gerade alles hin und her wackelt. So, da ist das Krankenhaus. Da. Guck mal, es gibt vier Leute, die jetzt auf mich schießen. Einmal die Haitianer, dann die Polizei, dann die Drogendealer und dann noch irgendwer anders. Ja, kenne ich alles noch. So, da unten ist die Praxis, wo wir für es hinbringen müssen.
Dann haben wir, glaube ich, die Phil Cassidy-Mission auch alle erledigt. Oder, Franz? Ich glaube schon, ja. Wenn man den da besoffen zum Krankenhaus gefahren hat. Boah, da kam gerade ein Bulle. So, Mission erledigt. Und wir können plötzlich wieder normal sehen, ja? Ganz plötzlich. Phil-Mission erfüllt, yeah. Wir können bei Phil jetzt auch große Waffen kaufen. Also Minigun und die Waffe, die mir gerade nicht einfällt. Und Tommy ist immer noch leicht angetrunken gewesen gerade. So. Ich gehe jetzt aber erstmal speichern. Und wir Leute, wir sehen uns beim nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft, wollte ich schon sagen. Let's Play GTA Vice City. Mein Name ist Project GLP und der Franz 91. Ciao Leute.